Es ist angerichtet. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Etappe der Tour de France. Von Versailles nach Paris auf den Champs-Élysées. Ihr seht, eine sehr flache Etappe erwartet uns heute. Es gibt nochmal eine Sprintwertung. 120 Kilometer ist diese Etappe nur lang. Ich glaube, in echt ist sie tatsächlich ein bisschen länger. Und was natürlich auch so eine Eigenart ist vom Pro Cycling Manager, ist einfach, dass sie es nicht hinkriegen, dass die letzte Etappe wirklich kampflos sozusagen stattfindet, zumindest bis auf den Champs-Élysées, denn das ist ja in echt so, wie ihr sicherlich wisst. Die erste Attacke geht deshalb auch gleich mal von uns aus. Jaco Venter sorgt für den letzten Angriff in der letzten Folge dieses Let's Plays und setzt sich hier auch gleich mal schön ab, muss man sagen. František Grábon, der gestern ein sehr gutes Zeitfahren gefahren ist, setzt hinterher unter anderem zusammen mit Moina, Lümmevel und Di Gregorio. Also fünf Fahrer an der Spitze jetzt. Ja, und jetzt ist die letzte Etappe der Tour de France und damit, ihr wisst es, ich weiß es, wir alle wissen es, die letzte Etappe des Let's Plays. Als ich, ja, es wird jetzt ein bisschen eine sentimentale Folge, ist egal, darauf hättet ihr euch einstellen können. Als ich 2014, im Sommer 2014, kurz nachdem der Pro Cycling Manager rauskam, das Let's Play startete, habe ich das gemacht, weil ich zum einen natürlich den Radsport mag, selbst auch jahrelang praktiziert habe, also aktiv im Verein und so, auch selbst Rennen gefahren bin. Und natürlich, das war der eine Grund. Zum anderen habe ich aber auch selbst eben aufgrund dieser Affinität zum Radsport, weil ich eben auch viele Rennen selbst geguckt habe im Fernsehen und so, immer alles verfolgt habe, habe ich auch selbst gesagt, das Spiel, das kennt irgendwie kaum einer, es Let's Playt irgendwie kaum einer, aber ich finde, man muss dieses Spiel einfach mal zeigen und das habe ich dann einfach getan. Es hat keiner wirklich verstanden, warum ich genau das Spiel Let's Play. Viele haben gesagt, ey Fridde, ey, meine Güte, ey, damals, also damals aus meinem Bekannten-, Freundes- und Let's Player-Kreis haben das eben viele überhaupt nicht verstanden, warum ich das Spiel jetzt anfange und was ich da überhaupt mit vorhab und so weiter und so fort. Und ich habe es einfach gemacht, weil es, ich dachte mir, warum nicht? Warum fucking nicht? Und es kam mir auch extrem gut an, der Eiffelturm übrigens. Ja, hier sieht man ihn ganz toll. Kann ihn vielleicht nochmal besser einfangen. Gucken wir mal. Und es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Viele Leute sind durch dieses Let's Play überhaupt auf meinen Kanal gestolpert. Viele Leute durften sich kennenlernen. Viele Leute sind auch heute noch mit dabei und werden sich diese Folge anschauen. Ja, ist halt nicht so geil hier, diese Ansicht. Ist halt jetzt mal so. Warte mal. Können wir das hier irgendwie so customizen? Nicht wirklich. Naja, scheiß drauf. Ja, viele Leute haben es wirklich sehr gemocht, haben jede Folge angeschaut und sind auch heute noch dabei. Nach so vielen Folgen. Schau dir immer noch zu und das freut mich extrem. Und wir sind auf dem Champs-Élysées und damit endet unsere Reise. Und ich habe damals wirklich... Ich sollte mal aufhören, dass es hier so Glitches gibt. So. Ich habe damals wirklich nicht gedacht, ganz ehrlich, ich habe niemals gedacht, dass ich dieses Let's Play überhaupt irgendwie durchziehen kann, denn es ist schon ein krasses Vorhaben, es ist das längste Projekt bislang, das ich abgeschlossen habe. Minecraft wartet ja noch darauf, dass ich es abschließe, das ist aber eine andere Geschichte und es ist tatsächlich ein unfassbar riesiges Projekt gewesen. Ich habe ja von Anfang an die Zielsetzung gesagt, wir nehmen einmal bei der Tour de France teil und dann ist das Let's Play von mir aus gerne beendet. Da wir aber in der ersten Saison noch ein Zweitligateam waren und nicht eingeladen wurden zur Tour, mussten wir die komplette Saison fahren und noch die halbe Saison bis hierher. Das war wirklich extrem viel. So, jetzt gibt es den Zwischensprint. Sagan und Co. holen sich noch ein paar Punkte. Wir können ja mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Die Gregorio, also vorne, dann Sagan, Cavendish, Kittel, Messgage, Degenkolb. Wir haben jetzt mal nichts gemacht, haben ja weiterhin auch noch einen beruhigenden Vorsprung im Sprinttrikot und konzentrieren uns heute voll und ganz auf das Finale am Ende. Denn ein Etappensieg auf dem Champs-Élysées, das wäre noch was, was Gerard Jurek auf jeden Fall fehlt in seinem Palmarès. Aber es wird schwierig, das wird sehr, sehr schwer werden, keine Frage.
Ja, jedenfalls, es ist ein unglaublich langes Projekt gewesen, aber ein Projekt, das ich einfach aus eigener Überzeugung, aus eigener Leidenschaft gemacht habe, und drum hat es mich umso mehr gefreut, dass gerade dieses Projekt so gut bei euch ankam. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Was heißt vielen Dank? Ich meine, ich muss mich ja nicht bedanken, ihr habt das ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ihr schaut euch das Ganze ja nicht an irgendwie aus Mitleid mit mir oder sonst was, sondern einfach, weil es euch Spaß macht, weil es euch gefällt. Und ich finde, das ist einfach das Schöne daran, dass wir da eben alle was davon hatten. So, Sekunde. Es darf natürlich auch bei dieser Folge nicht ohne Unterbrechung auskommen. So, Freunde, da bin ich wieder. Was wollte ich jetzt sagen? Spiel auf. Was wollte ich jetzt sagen, meine Freunde? Was wollte ich jetzt sagen? Gag. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Achso, natürlich. Jetzt, nachdem wir so ein bisschen drüber geredet haben, wie das Projekt war und so weiter und das mir sehr viel Spaß gemacht hat, natürlich die Frage, die sich jetzt alle von euch gestellt haben oder viele von euch und die ich auch sehr, sehr oft zugetragen bekommen habe und die ich sehr, sehr oft gefragt wurde. Ey, Fritte, wie geht's denn jetzt dann weiter? Und das ist so eine Frage, die ich nach wie vor nicht wirklich beantworten kann, bin ich ganz, ganz ehrlich. Das Let's Play hat mir Spaß gemacht bis zum letzten Tag, also auch heute macht es mir noch Spaß, das Ganze hier aufzunehmen. Da bin ich ganz ehrlich, das ist wirklich so. Und es wird nach diesem Projekt weitergehen mit dem Post-Cycle Magic 2016, aber nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen. Dort wird es wieder ein Zuschauerprojekt geben. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Tour de France der Zweitliga- und Drittliga-Teams. Wo wir eben einfach mal ganz, ganz viele Teams, die sonst nicht bei der Tour eingeladen worden sind, in die Tour reingestopft haben. Und zwar nur diese Teams und alle Teams, die gesetzt sind bei der Tour de France, ausgeladen haben und einfach mal zu Hause gelassen haben. Und mal geguckt haben, was passiert eigentlich, wenn nur die Teams die Tour de France bestreiten, die sonst nie dabei sind. Wenn man die Fahrer zum Teil nicht kennt, wenn man die Teams zum Teil nicht kennt und wenn man gar nicht so richtig weiß, wer ist denn jetzt eigentlich der Favorit und wer nicht. Und das war ein sehr, sehr interessantes Projekt gewesen, muss ich wirklich sagen. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, das Ganze einfach zu kommentieren und einfach nur zuzusehen in diesem Sinne. Also es war ein Experiment irgendwo auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war ein cooles Experiment. Das muss auf jeden Fall gesagt sein. Und ja. Sowas wird jetzt also bald wieder kommen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber das habe ich schon geplant. Diesmal allerdings nicht mit Zweitliga-Teams, sondern natürlich ein bisschen anders, damit es nicht immer dasselbe ist. Ist ja ganz klar. Das ist jetzt so die nahe Zukunft. Wann genau das losgeht, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, es wird recht zeitnah starten, damit ihr nicht alle vom Kanal auch abhaut und das euch wenigstens noch anschaut, wenn ihr darauf den Bock habt. Ich denke, es wird auch diesmal nicht die Tour sein. Ich glaube, wir machen mal die Vuelta, weil die ja bislang sehr, sehr zu... weil wir die noch gar nicht gesehen haben, weil wir die noch gar nicht gezeigt haben, werden wir es mal mit der Vuelta machen, glaube ich. Also Post-Cycle Manager 16, einfach zuguck, Let's Play, so wie wir es schon mal gemacht haben. Dann wird es erstmal eine Pause geben von diesem Spiel. Das habe ich für mich jetzt mal selbst so entschieden. Ich habe mega Bock drauf, weiterhin das Spiel zu spielen. Ich habe mega Bock drauf, weiterhin es zu Let's Playen. Aber ich merke einfach, dass so ein bisschen die ganze Euphorie raus ist. Und dass wir gerade so ein bisschen... ich glaube, eine Pause würde einfach gut tun. Nach so vielen Folgen, nach so langer, langer Zeit, 2,5 Jahren... Tut, glaube ich, ein bisschen Pause uns gut, mir vor allen Dingen auch, denn im Endeffekt muss ich das Ganze ja gut auch kommentieren und so, und das bringt natürlich nichts, wenn ich dann irgendwie nicht hundertprozentig Bock auf das Spiel habe. Und die Euphorie, die wir am Anfang hatten, die würde ich schon gerne wieder ein bisschen zurückholen, bin ich ganz ehrlich. Und dementsprechend also wird es nach dem Zuschauer-Let's-Play erstmal eine Pause vom Radsportmanager geben, was aber jetzt nicht heißen soll, dass gar kein Radsportmanager mehr kommt.
Ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass noch was kommen wird in Zukunft. Hab da auch schon ein paar Ideen. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Können wir uns darauf einigen? Ich hoffe ja. Ja, und das soll es auch gewesen sein zu diesem Thema. Vielen Dank für so, so viele Folgen Radsport Manager, die ihr euch angeschaut habt. Teilweise waren ja wirklich Leute, das komplette Let's Play war dabei. Das muss ich echt sagen, Hut ab. Das war nicht schlecht. Pierre-Luc Perrichon hat eine Reifenpanne. Ja, ist schade jetzt hier. Schlechter Zeitpunkt, würde ich sagen, dafür. Also, dementsprechend hoffe ich mal, dass euch das jetzt an Infos und an Geschwafel reicht. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf die letzten 40 Kilometer dieses Let's Plays, dieses Rennens und dieser Etappe. Jaco Venter immer noch vorne mit dabei. Wer ist hier eigentlich der beste Sprinter, wenn es denn drauf ankäme? Da haben wir hier einen Moinar und auch die Gregorio. Der hat eine gute Beschleunigung. Könnte hier für einen Sprint-Sieg sorgen, wenn die Gruppe denn durchkommen würde. Was ich nochmal zu bezweifeln mag. Ja, Tempo bislang sehr, sehr hoch. Auch wenn es einem gar nicht so rasant vorkommt. 52 km/h gerade. Ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Da fällt jemand zurück. Das ist Wladimir Gusev. 92. in der Gesamtwertung, ist der einzige Russe im Starterfeld. Das ist auch krass, wenn man überlegt, wie viele gute Russen es früher gab. Teilweise ja, Katyusha ist ja auch ein russisches Team, also. Dass die nicht mehr Russen hier aufgeboten haben, hat mich echt gewundert. Wenn man da überlegt an Leute wie Denis Menschow zum Beispiel, der jahrelang einer der besten Klassementfahrer war, die bei der Tour mit dabei waren. Schon sehr, sehr krass. So, der Vorsprung schmilzt jetzt allmählich, der Ausreißergruppe. Was nicht sehr verwunderlich ist, denn hinten im Feld ist man jetzt aufgewacht und macht richtig Tempo. Und ja, wie gesagt, ein dritter Etappensieg und ein Etappensieg auf dem Champs-Élysées im grünen Trikot durch Gerald Ciolek. Ganz ehrlich, ein geileres Finale kann es eigentlich nicht geben. Hier in dieser Ecke stehen übrigens in echt meistens die Norweger bei der Tour. Müsst ihr mal drauf achten. Wenn ihr das nächste Mal die letzte Tabelle von der Tour seht, da stehen immer Norweger, ganz, ganz viele mit Fahnen und allem drum und dran. Das ist so richtig die norwegische Heimkurve, wenn man so möchte. 25 Kilometer noch. Schauen wir mal aufs Profil. Es ist nur noch eine Runde jetzt gleich. Nur noch eine Runde. Das erkennt man gut an dieser Einkerbung. Das ist der die Unterführung, durch die wir gerade gefahren sind. Es ist jetzt also nur noch eine Runde zu fahren. Letzte Runde, hier wird sich in einer Runde entscheiden, wer gewinnt das Rennen, wer gewinnt die letzte Etappe der Tour de France. Und auf diese Antwort der Frage sind wir sehr gespannt und wir haben hier so einen Kandidaten, den wir als Antwort ganz geil fänden, ehrlich gesagt. Mal schauen, ob sich da was einrichten lässt. So, eine Minute Vorsprung noch für die Ausreißer. Tempo ist extrem hoch, nach wie vor. Jaco Venter vorne immer noch mit dabei. Wäre natürlich eine Sensation, wenn es er schaffen würde. Pierre-Luc Perrichon, der ist immer noch abgehängt. Der hat es nach der Reifenpanne nicht mehr geschafft, ins Feld zu kommen. Was aber auch verständlich ist, denn jetzt fahren wir gerade 60 km/h. Also das Tempo ist unfassbar schnell heute. Andreato hat eine richtig scheiß Tagesform. Wir folgen heute mal nicht Andreato. Wir hängen uns mal einen Degenkolb ran. Also nee, es ist, bringt ja nicht viel. Wenn Andreato so einen scheiß Tagesform hat, sich dann dran zu hängen, macht nicht viel Sinn. So, die letzten Sekunden Vorsprung jetzt. Di Gregorio versucht es nochmal. Da gehen wir sofort mit. Nochmal eine Attacke. Remi Di Gregorio und Jaco Venter fährt hinterher. Jetzt will sich natürlich keiner mehr lumpen lassen hier. Aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Attacke irgendwie Erfolg hat. Venter setzt noch einen oben drauf. Lümmelwell, Rabon. Ziehen hinterher, die Gregorio ist jetzt der Leidtragende. 11 Kilometer noch bis ins Ziel. Ja, und der Europcar-Fahrer, der ist jetzt raus aus dem Rennen. Der ist jetzt fertig. So, Mathis ist noch mit dabei. Ist natürlich wichtig, dass wir jetzt hier keine Zeit mehr verlieren. Ganz klar, das wäre das Bitterste, was jetzt passieren könnte. 27 Sekunden noch Vorsprung. Jaco... Hey, hey. Jaco Venter und Co. Ja, jetzt gibt es nochmal eine Attacke.
Nee, das dürfen wir jetzt nicht zulassen. Rabon greift an. Und jetzt sind sie eingeholt. Jetzt sind sie eingeholt. Das ging jetzt dann doch schneller als erwartet. Mathias immer noch mit dabei. Sehr gut. Eigentlich mal an Rodriguez. Ich denke mal, der wird auch ein Interesse haben, hier zeitgleich anzukommen. Jakob Wendt ist eingeholt. František Rabon, der letzte Fahrer, der noch vorne ist aus der Ausreisergruppe. Und wir konzentrieren uns auf den Sprint mit Gerald Čiulek. Degenkolb ganz gut platziert bislang. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Gel. Was war denn jetzt gerade los? Mal ganz kurz Stillstandsversuche hier. Ne, an Haus, da hängen wir uns mal nicht. Cavendish ist ein gutes Hinterrad. Und Sagan sowieso. Cavendish, Sagan, Čiulek. Links der Zug von Cannondale. Mathias muss hier unbedingt irgendwo dranbleiben. Hängt mal ein Backelanz. Das ist ein starker Fahrer, der kann das. Und jetzt die letzten Kilometer. Die letzten Kilometer. Rechts kommt Degenkolb raus. Sehr, sehr früh geht er in den Wind. Versucht es mit einem sehr, sehr langen Sprint jetzt. Čiulek jetzt am Hinterrad von Izzolo. Na, es war zu früh. Das war viel zu früh. Häng dich nochmal einen Kittel ran. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen können hier. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen können. Cavendish momentan vorne. Nee. Das war verkackt. Schade, schade, schade. Fünfter werden wir wohl. Wer holt den Sieg? Sagan. Wow. Ist noch nicht mal über der Ziellinie, steht aber schon fest. Peter Sagan holt den Sieg. Čiulek wird Fünfter. Ja. Schade drum. Aber egal. Grün gehört uns. Grün gehört Gerald Čiulek. Und wir schauen natürlich jetzt auch nochmal auf Pierre-Luc Perrichon. Der letzte Fahrer, der hier reinkommt. Ja, und das war's. Das war Pro Cycling Manager 2014 auf meinem Kanal. Jetzt kommen die Endstände. Leider nicht mit der typischen Siegerehrung auf dem Champs-Élysées, sondern mit der Standard-Siegerehrung, die ihr jetzt schon so viele Folgen über gesehen habt. Sehr traurig, dass sie das nicht eingeführt haben. Hier nochmal der Sprint. Peter Sagan, das ist die rote Hose hier rechts. Zieht an Mark Cavendish vorbei. Und holt sich den Sieg auf den letzten Metern. Und damit also. Oh doch. Oh, cool. Der Hintergrund ist zwar komisch, aber cool. Peter Sagan gewinnt die Etappe vor Cavendish und Kittel. Dann Mesketsch, Čiulek, Demar, De Buschere, Hausler, Nizzolo. Und schauen wir da, ein Südafrikaner, Daryl Impey auf Rang 10. In der Gesamtwertung gewinnt damit Christopher Froome die Tour de France vor Michael Kwiatkowski und Bauke Mollema. Dann Joachim Rodriguez, TJ van Garderen, Luis Mathies bei seinem Tourdebüt, überragender Sechster. Martin, Quintana, Roland und Vandenbroek. Das sind die ersten 10 bei dieser Rundfahrt. Chris Froome, sehr souveräner Sieg, muss man sagen. Und hier haben wir es. Gerald Čiulek holt sich das Trikot des besten Sprinters. Sehr verdient, wie ich finde. Vor Mark Cavendish, Peter Sagan, Marcel Kittel und John Degenkolb. Ja, und tatsächlich der beste Sprinter danach, das wären dann Mesketsch und Nizzolo gewesen. Und das spiegelt die Kräfteverhältnisse schon sehr gut wider. Nicolas Hedé holt sich die Bergwertung vor Julian Arredondo, Santa Morita, Gutier, Backelands, Vuillemo, Brajkovic, Froome, Betancourt und Costa. Also, Glückwunsch an Nicolas Hedé. Großer Erfolg für ihn, großer Erfolg für Cofidis, die hier nicht leer ausgehen. Die Nachwuchswertung gewinnt der Pole Michael Kwiatkowski 11 Minuten 21 vor Luis Mathies. Sehr, sehr gelungenes Debüt bei der Tour. Dann Quintana, Ludvigsson auch sehr stark, Sepulveda, Barguil, Elizonde, Adam Yates, Peter Sagan und Tom Dumoulin. Also die ersten 8, das sind schon starke Fahrer und da haben wir uns gut platziert. Die Teamwertung gewinnt BMC vor Movistar und Ajur Desert, dann Tinkoff, Sky, Katyusha, Belkin, MTN Kubeka auf Rang 8, Astana 9. und 10. Omega Pharma Quickstep. Ja. Und nach dieser sehr ausführlichen Siegerehrung, leider ohne Hintergrund,
war's das. Wie gesagt, es war's tatsächlich alles. Ciulek wird Fünfter auf der letzten Etappe in der Gesamtwertung, also Sechster. Luis Meintjes. Wir haben die Bergwertung nicht wirklich ernst genommen. Dort wurde Ludwigsson immerhin 16. Wir haben die Sprintwertung gewonnen mit Ciulek. Wir haben die Jungtalente-Wertung auf 2 und 4 beendet. Das ist auch nicht übel. Und Teamwertung auf Rang 8 ist jetzt auch nicht das schlechteste Ergebnis für die erste Tour, die wir teilnehmen durften, muss man sagen. Also Bretagne und Lampre waren da schon schlechter unterwegs als wir. So, wir gucken mal ganz kurz, was der Sponsor dazu sagt. Das hier ignorieren wir mal, das war ein Fehler von mir. Also Ergebnisse sehr zufrieden. Wow, das ist auch lustig. Beachtenswerte Ergebnisse. Schauen wir nach der Tour de France. Also das findet er natürlich geil, das findet er natürlich geil. Aber den Platz beim Giro fand er sogar noch geiler. Haben wir irgendwelche Ziele gehabt für die Tour? Etappensieg? Na, den haben wir aber. Warte mal, wir machen mal einen Tag weiter, damit hier der Haken ist. Also der Etappensieg bei der Tour, den haben wir auf jeden Fall geholt. Keine Frage. Preisgeld bei der Tour. Alter, 118.890 €. Das ist viel. Das ist viel, da haben wir mal richtig Kohle gemacht. Und hier haben wir noch Verhandlungen. Ich zeige euch gleich was. Das ist gar nicht so schlimm. Das zeige ich euch gleich. So, pass auf. Wo haben wir das? Hier. Da ist der Haken. Etappensieg haben wir also geschafft. 2 Stück hat er ja geholt. Gerhard Ciulek. Sehr, sehr stark. Maintier ist 6. geworden. Können auch nochmal die anderen Plätze beleuchten. Vogelsang rutscht auf Rang 11 ab. Dann Nibali, Contador, Roach, Peter Velic, Rui Costa, Jan Backelands, Roman Kreuziger, Richie Port und Samuel Sanchez auf Rang 20. Das ist auch mal eine Überraschung. So, und damit wir das Ganze nicht so trostlos beenden, sage ich mal, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das Let's Play weiter fortgeführt wird mit einem anderen Teil. Also ich kann mir vorstellen, wenn der 2017 ja gut wird, dass wir dann mal wieder richtig loslegen. Den 15er und 16er fand ich persönlich ein bisschen enttäuschend. Drum habe ich dazu keine Let's Plays auch nur angefangen. Beim Pro Cycling Manager 17 könnte das der Fall sein, wenn er wieder gut wird. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder eine Karriere machen, ob wir dann eine neue Mannschaft nehmen oder nicht. Das weiß ich alles noch nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir die Tür offen halten will, das Let's Play weiterzuführen als Karrieremodus wie bisher und auch mit dieser Mannschaft. Denn wir haben mit dieser Mannschaft viel erreicht. Und ich bin mir sicher, wir können noch viel, viel mehr erreichen. Drum gehen wir jetzt mal auf Kader und auf Vertrag und schauen uns mal an, wer so alles den Vertrag denn verlängert hat und wer nicht und wer geht und wer bleibt. Ciulek hat den Vertrag verlängert. Moser hatte sowieso noch einen Vertrag, genauso wie Duarte. Auch Luis Meintjes hat seinen Vertrag verlängert. Ludwigsson hatte sowieso einen Vertrag. Sparagli hat seinen Vertrag verlängert. Rafael de Matos Andreato, dessen Vertrag wollte ich sogar verlängern, tatsächlich, aber er hat sich gegen uns entschieden und wechselt stattdessen zu Roubaix Lille Métropole. Ja, ist seine Entscheidung, ich wünsche ihm da viel Glück. Dann haben wir Mervi Kudus, auch er hat seinen Vertrag verlängert. Linus Gerdemann wechselt zu Skydive Dubai. Nelson Oliveira, Grimmay und Reimer bleiben uns erhalten. Regui wechselt zu Bretagne Seche. Warum nicht? Dort wird er mit Sicherheit mehr Freiheiten bekommen, sich im Sprint auszutoben als bei uns. Andreas Stauf, Dennis van Niekerk, Stewie, Aaron Brown, Jaco Venter, Janni Tevelde, Jacques-Jans van Rensburg, Jay Thompson, John D. Augustin, Daniel Tegleimanoth, Tesfaye Abraha, Haptemariam haben alle ihre Verträge verlängert bzw. hatten noch einen laufenden Vertrag, das schauen wir gleich. Meron Russom wechselt zu De Vroy. Reynolds Smith wechselt zu den Sparenbanken. Frequasi Debesay hat bislang noch keinen Vertrag. Ich möchte ihm auch ehrlich gesagt keinen neuen geben, denn unser Kader wird schon so voll genug. Bradley Podgieter wechselt ebenfalls zu Skydive Dubai, was ich sehr schade finde. Also ich finde, wenn man überlegt, was er für Werte hat, hat er uns wirklich viele gute Platzierungen eingebracht. Allein der 2. Platz beim Grand Prix de Vitre, Platz 13 bei der Vuelta La Rioja. Dieses Jahr leider ein bisschen unter der Flut an neuen starken Fahrern untergegangen, aber er war ein sehr guter Helfer. Also, das ist ein echt schade, wirklich ein schader Verlust. Christopher Jennings, Song Genso Jim, Calvin Benecke, Johan van Zyl und Gamba Zuma bleiben uns erhalten. Johannes, Christopher Nell,
keinen neuen Vertrag, beziehungsweise wollt keinen unterschreiben, aber es ist auch nicht so wichtig. So, wir gucken mal auf die Transfers und da sehen wir es eben. Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen sind wie folgt. Gerard Chulek verlängert seinen Vertrag, kriegt jetzt so ziemlich das Doppelte an Gehalt. Daryl Impey ist ein Neuzugang, das ist genau der, der jetzt Zehnter wurde auf der letzten Etappe. Fährt für Orica Greenedge, 30 Jahre bereits schon alt, aber ein sehr guter Fahrer, der uns mit Sicherheit weiterhelfen wird. Dann haben wir Daniel Oss, der wollte von sich aus in unser Team kommen und guckt euch mal das Gehalt an. Das ist lachhaft. Daniel Oss von den Werten her ungefähr gleichzusetzen mit Impey, nur dass er eben noch 2 Jahre jünger ist, also ein absoluter Top-Transfer für unsere Mannschaft. Willkommen im Team, Daniel Oss. Luis Matthias hat seinen Vertrag verlängert, kriegt glaube ich auch ein bisschen mehr Geld, aber nicht allzu viel. Sparagli hat den Vertrag verlängert, Kudus hat den Vertrag verlängert. Nächster Neuzugang, Florian Seneschal aus der Cofidis-Mannschaft, 22 Jahre alter Kopfsteinpflaster-Spezialist, auch kein schlechter Sprinter. Also, da haben wir uns mal ein Talent gefischt, würde ich sagen. Dieses Jahr wurde er 19. bei Paris-Roubaix und 4. bei der Trophée Brolléon. Und ich bin mir sicher, das wäre einer, mit dem können wir auf jeden Fall in Sachen Kopfsteinpflaster-Klassiker noch das eine oder andere rausholen, bin ich ganz ehrlich. Also da haben wir, glaube ich, einen guten Transfer gemacht. So, dann gehen wir weiter. Ich versuche mal nicht zu sehr zu spoilern. Nächster Transfer, Silvio Herklotz. Denke ich mal, ist auch ein guter Mann. 21 Jahre alter deutscher Bergfahrer, 75 hat er schon am Berg. 6. bei der Bayern-Rundfahrt gewonnen, die Shanghai-Rundfahrt hat er gewonnen. Ist doch, glaube ich, Shanghai, oder? King High Lake. Nee, sorry, das ist was anderes. King High Lake. Also, schon dieses Jahr einige Siege geholt. Der wird uns mit Sicherheit gut tun. Dann haben wir aus Eritrea Nathael Berhane geholt vom Team Europcar, der auch in echt zu Dimension Data gewechselt ist. Ja. Er ist mit Sicherheit kein übertrieben starker Fahrer, aber kein schlechter Fahrer, muss man wirklich sagen. Und, wird viele Helferdienste machen, aber auch ab und zu mal sicherlich selbst die Chance bekommen, sollte es dann weitergehen. Nächster Transfer, den kennt wahrscheinlich niemand, weil es glaube ich auch ein Jungtalent ist. Makoto Inoue, 23-jähriger Sprinter, momentan ohne Team, aber ihr seht, er hat ordentlich was drauf und kriegt bei uns gerade mal Mindestgehalt. Also, der Japaner, der kann uns noch viel Freude machen, denke ich mal, ist auf jeden Fall einer, der unsere Sprinterfraktion schön verstärkt. Genauso wie Jan Dieteren, den kennen ja vielleicht noch einige von euch, den Mann aus Hessen, 22 Jahre alt, jo, früher bin ich mit ihm selbst Rennen gefahren, da waren wir Konkurrenten, jetzt sind wir sozusagen ein Team, zumindest wenn es weitergehen sollte, wird er also für uns die Sprints mitbestreiten, war ja derjenige, der an Krebs erkrankt war, mittlerweile allerdings wieder gesund ist, in diesem Sinne auch weiterhin gute Genesungswünsche, falls man es noch sagen kann, ich hoffe, du bleibst gesund, ne? Und ich hoffe, deine Karriere geht auch in echt wieder gut weiter. Bei uns sieht es ja gar nicht mal schlecht aus. 76 hat er im Sprint, das ist ordentlich. Und er ist gerade mal 22. Also da kann noch einiges kommen. Dann Yonda Godoy, der Venezuelaner, wenn ich mich täusche. Für Androni Giocattoli ist er an den Start gegangen. Dieses Jahr 11. beim Trofeo di Lugano geworden. Also nicht viele Erfolge. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal umdenken könnte, dann würde ich den auf jeden Fall streichen. Der wollte von sich aus kommen, war einer der ersten, der zu uns wechseln wollte, von sich aus. Da habe ich mir gedacht, komm, guck mal, der ist 22, hat schon ein bisschen grüne Werte, kann man nehmen. Ja, ist jetzt mit Sicherheit nicht der große Siegfahrer, aber kostet uns auch nicht viel Geld. Und ja, mal schauen, wie wir mit dem weiterkommen. Dann Andreas Staupf. Auch er hat seinen Vertrag verlängert, haben wir ja schon gesagt. Freut mich sehr, denn er ist auf jeden Fall einer, der viele Erfolge auch eingefahren hat. 2. bei der Deutschen Meisterschaft geworden. 4. bei Frankfurt, 11. bei Berlin. Letztes Jahr hat er den Grand Prix de Berlin sogar gewonnen. 2. beim Grand Prix Almeria. Also er holt immer wieder gute Ergebnisse rein und ist echt ein starker Fahrer. Dafür, dass er eben auch wirklich sehr, sehr wenig Geld bekommt. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Dennis van Niekerk, das muss ich wieder sagen, war so ein Community-Wunsch, mehr oder weniger. Ich weiß, dass viele von euch ihn mögen und er hat ja auch die Bergwertung beim Dauphin gewonnen. 9. beim Giro di Liguela, Bergwertung bei der Bayern Tour, 12. der Slowenien-Rundfahrt im letzten Jahr. Also ja, er ist 30, er ist nicht wirklich stark, aber ich wollte ihn einfach mal verlängern, weil er ist Südafrikaner, wir sind ein südafrikanisches Team und er ist so ein bisschen der Leitwolf der ganzen Südafrikaner, wenn man es so möchte.
Er ist ein guter Typ, er ist ein guter Typ. Er bleibt auf jeden Fall uns erhalten, genauso wie Janni Tewelde, den ich allgemein nicht schlecht fand. 24 ist er erst, guter Mügel mittlerweile. Und auch er war ja ein sehr, sehr starker Helfer für uns gewesen. Da sieht man auch mal den, das können wir gleich auch mal schauen, wie die sich alle so entwickelt haben. Top 3 der 6. Etappe der Malaysia-Rundfahrt, das war sein einziges Top-Resultat. Leider sonst nichts erreicht, aber das kann sich ja ändern. Jacques Janse van Rensburg, auch er bekommt einen neuen Vertrag. 27 Jahre ist er alt. 7. Slowenien-Rundfahrt in diesem Jahr gewonnen, letztes Jahr immerhin. Ach, das war die Kalifornien-Rundfahrt, wo er gegen Tony Martin verloren hat. Da habe ich mich so geärgert, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Kein übler Bergfahrer, ein guter Helfer in diesem Sinne. Lukas Pöstlberger aus Österreich. Auch ihn habe ich mal unter Vertrag genommen. Er wollte von sich aus kommen, 23 Jahre alt. Keine wirklich guten Werte, aber guck mal, in der Ebene und im Hügelbereich, da grenzt er schon an die 70. Also in dem Sinne hat auch dieses Jahr eine ziemlich erfolgreiche Saison hinter sich mit einigen guten Platzierungen. Von daher nicht der schlechteste Neuzugang, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch ein Talent, nämlich Nuno Matos aus Portugal. Kommt von Radio Popular, 21 Jahre alt. Ihr erinnert euch mit Sicherheit noch an ihn. Er war bei irgendeinem Rennen vorne mit dabei. War es nicht sogar die Slowenien-Rundfahrt? Ich glaube schon. 68 hat er im Berg, 68 Regeneration. Also da kann noch was heranwachsen, wenn wir ihn behutsam aufbauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. 15 Renntage dieses Jahr bis jetzt gerade mal gehabt. Das ist nicht die Welt. Dann, Songenso Jim, wie ihr schon gesehen habt, ist also auch ein Neuzugang nicht, sondern hat den Vertrag verlängert. Ganz gut am Berg, ganz gut am Hügel. Keine wirklichen Erfolge in dieser Zeit, aber er ist ein Helfer und das wird er auch bleiben. Und das waren auch schon alle. Tröls Winter, das war der, mit dem ich gerade noch kurz verhandelt hatte. Ja, der ist 28 Jahre alt, kein schlechter Puncheur, muss man sagen. Dänischer Meister geworden, Flechter Ardennen gewonnen. Also, wäre ein ordentlicher Transfer, aber ich versuche ihn halt zum Mindestgehalt zu bekommen. Und damit hat er Montag noch so ein bisschen Probleme, sich anzufreunden. Also ich glaube kaum, dass das wird. Ich verhandle jetzt schon sehr, sehr lang mit ihm. Mal gucken, vielleicht kommt er auch noch. So, wir haben also diese Mannschaft. Chiolek, Moser, Duarte, Impey, Oss, Maintiers, Ludwigsson, Sparkli, Kudus, Seneschal und Herklotz und die ganzen anderen. Es sind momentan allerdings mehr als 30 Fahrer, das muss ich auch schon mal sagen. Heißt, es kann sein, dass wenn wir mit dem Pro Cycling Manager 2017 die Karriere tatsächlich starten wollen, dass das Spiel uns dann oder mir dann sagt, Junge, du hast zu viele Fahrer, werd mal ein paar los. Also wenn wir keine 30 Fahrer haben dürfen, ich glaube es sind momentan 36, dann muss ich hier noch ein paar streichen. Ich weiß nicht, wer das dann sein wird. Wahrscheinlich Pöstlberger ist so ein Streichkandidat, der könnte weg. Nuno Matos würde ich eigentlich ganz gerne behalten. Vielleicht noch ein paar von den Südafrikanern, aber eigentlich sind ja gerade die, wo es drauf ankommt. Wir haben echt nur noch wenige richtig starke aus Afrika. Klar, Impey war ein guter Transfer, Matthias, Kudus. Berhane war auch ein guter Transfer, Grimmay ist auch nicht übel. Der entwickelt sich gut, muss ich sagen. Jacques Janse van Rensburg habe ich übrigens versucht zu bekommen. Der wollte aber nicht kommen, das ist sehr schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte mich gefreut. So, und hier haben wir jetzt nochmal die Entwicklungen. Habte Mariam hat sich ein bisschen verbessert. Andreato hat sich ein bisschen verbessert. Dann Augustin hat sich sogar ziemlich verbessert für sein Alter. Benneke hat ein bisschen einen Sprung nach vorn gemacht. Aaron Brown, dort blieb alles gleich, aber der ist ja auch schon 30. Da kann man sowas nicht erwarten. Wir haben ja nicht mal einen Trainer zugeordnet. Genauso das gleiche gilt für Rafa Stewie, den ich aber auch nicht schlecht fand. Gerard Julek hat sich natürlich sehr verbessert, muss man sagen. Auch wenn er jetzt leider kein Potenzial mehr hat am Sprint oder am Hügel. Dann haben wir Frequasi Devesey. Auch er hat sich ein bisschen verbessert, trotz seines Alters. Duarte, auch er hat einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Linus Gerdemann, für ihn gilt dasselbe. Dann haben wir Grimmay, auch ein bisschen verbessert. Jacques Janse van Rensburg, auch ein Ticken. Genauso wie Christopher Jennings. Songenso Jim ebenfalls. Kudus, ja, der hat sich auch entwickelt. 76 hat er jetzt schon am Berg, ohne Trainingslager übrigens. Und der ist 21, also Mamma Mia. Ludwigsson, auch er hat sich gemacht. Luis Maintiers hat sich ebenfalls verbessert. Moreno Moser auch. Boah, das ist ein Riesentalent, den wir da geholt haben, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja,
Kriegt Johannes Christopher Nell, hat gar nichts gemacht. Oliveira nur einen Tick verbessert. Podgida einen Tick. Rigulgul, seine Entwicklung ist stagniert. Reimer auch einen Ticken verbessert. Russom, Guanix, Sparkly einen Ticken. Smith auch einen Tick. Stauf auch ein bisschen. Was hat der eigentlich für ein Entwicklungspotenzial? Willst du mich verarschen? Alter, der Mann ist 28. Krass. Tickler Heimanut, sieht auch gut aus. Tevelde, jo. Thompson. Panikerk natürlich nicht, der ist schon ein bisschen älter. Van Zyl hat auch nicht wirklich was, der hatte keinen Trainer. Venter auch ohne Trainer ein bisschen verbessert. Zuma ein bisschen verbessert, auch ohne Trainer. Und das war's auch schon. Ja, wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich werde es jetzt so machen, ich werde ohne Let's Play diese Karriere hier noch zu Ende machen, bis zum 1. Januar 2016. Beziehungsweise wenn wir Poseidon Manager 2017 nehmen, müsste ich eigentlich die 16er Saison auch noch durchspielen. Also das werde ich auf jeden Fall ohne Aufnahme machen. Und dann werde ich die Werte vom 31.12.2016 einfach übernehmen, sollten wir mit dem Pro-Cycling Manager 2017er Karriere anfangen. So ist der Plan. Ich weiß es noch nicht, ich möchte es nicht versprechen, ich möchte euch nur offen und ehrlich sagen, dass das so ein Gedanke von mir ist, dass man das ja mal machen könnte. Und es wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das denn klappen würde. In diesem Sinne soll es jetzt aber auch gewesen sein. Danke fürs Zuschauen bei so vielen Folgen Pro-Cycling Manager. Danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann zum Zuguck-Let's Play oder so. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis dahin. Euer Friedenfrisser.